So, hallo und willkommen zurück zu Metal Blob Solid. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wir spielen heute die inneren Höhlen. Das ist immer das, wenn man den Text immer nur halb liest, ne? Das heißt natürlich nicht innere Höhlen, sondern das Netzwerk der inneren Höhlen oder Innerhöhlennetzwerk. Jedenfalls, Teil 1 auch noch, jedenfalls spielen wir heute diese Karte. Info zu dieser Karte ist einfach, dass es einen Weg durch diese Höhlen gibt, welche zu den Graslandschaften dahinter führen. Diese Höhlen sind wie die üblichen oder wie die anderen, die sich so auf der Heimwelt der Blobs befindet, mit Lava gefüllt. Also wir werden Lava begegnen. So wie ihr mich kennt, bin ich natürlich prädestiniert reinzuhüpfen. Das macht besonders viel Spaß. Sei vorsichtig und fall nicht, während du deinen Weg durch die Höhle machst. Ich werde auf jeden Fall fallen. Kennen wir ja. Man muss die oberen Höhlen erreichen, um also das obere Höhlensystem erreichen, wenn man sonst nicht zu den Graslandschaften kommt, also um seine Reise fortzusetzen. Dieses, also das Erreichen des oberen Höhlensystems, wird allerdings unmöglich sein, wenn ich nicht den Transmitter aus den Graslandschaften nehmen sollte. Den habe ich zum Glück schon. Außerdem glaubt man, dass die Aliens in diesen Höhlen neue Waffen entwickeln. Und deswegen soll ich mir da doch bitte hier gefälligst auch die Baupläne von dieser Waffe besorgen. Blueprints also. So, das heißt, ich brauche den Transmitter, ich soll die Blueprints finden, also die Baupläne. Und wir versuchen mal eben jenes zu bewerkstelligen. So. Start. Entschuldigung schon wieder. Wir sollen wieder 4 Mias retten. Hier sieht man, wie der Spaß ungefähr ausschaut. Diese Karte finde ich persönlich sehr anstrengend. Also, ich habe ewig gebraucht, um die zu schaffen. Mal sehen, wie es heute läuft. Ich habe sie noch nicht wieder gespielt seit damals. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Vielleicht klappt es ja ganz gut, vielleicht überhaupt nicht. So. Eines der hinterhältigen Dinge ist, dass eben diese Blöcke hier, auf denen man landen kann, so Ausläufer haben, von denen man optisch denkt, dass sie eben noch fester Boden unter den Füßen wären, diese aber nicht sind. So. Ui, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Hier oben ist noch ein Blob, da komme ich aber nur mit dem Teleporter rein. Ein Mia. So, dann warte ich hier doch mal auf besser Wetter oder eine Plattform, die dann hoffentlich mal kommt. Ja, die hoffentlich mal kommt. Respawn. Also ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Ich bin in die Lava gefallen. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich. So. Können wir den noch runterlocken? Komm, 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 mein Freund. Offensichtlich. Wunderbar. Gut, und dann geht's schon hier runter. Und da fangen die nächsten Probleme an. Zum Beispiel erneutes Hüpfen in Lava. Ich darf jetzt hier scheinbar nicht. Der Lift ist zurzeit nicht aktiv. Ich muss hier jetzt ganz übel aufpassen, wenn ich hier falsch abbiege,
Ausgezeichnet, Jerry, das finde ich perfekt. Weil wenn ich jetzt hier falsch abbiege, dann war's das mit dieser Map. Darf ich die nochmal von vorne anfangen? Werde ich dann nicht mehr wieder hier rauskommen. Aber bisher sieht alles noch in Ordnung aus. Hier nehme ich einen Diamanten mit, warum ich auch immer einen Diamanten habe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür die Diamanten sind. Dazu noch ist mir heute eingefallen, je nach Erinnerung, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, dass man den Endboss auf Easy vielleicht gar nicht besiegen kann, weil er auf Easy nicht kommt. Das wäre natürlich mega suboptimal. Was bedeuten würde, dass ich euch das Spiel eigentlich gar nicht wirklich zeigen kann. Wir lassen uns das einfach mal überraschen. Alles gut, den Gegner habe ich erwischt. Lass uns jetzt einfach überraschen und das war jetzt natürlich super optimal. Also dieser Lift, das ist ein Lift, der braucht natürlich eine halbe Stunde. Das heißt, ich werde hier erstmal gelangweilt durch die Gegend hüpfen, bis der Lift wiederkommt. So, jetzt ist der Lift da. Dann gehen wir doch da hoch und natürlich will ich die Mia retten. Das heißt, ich werde nochmal eine halbe Stunde warten. Ich will jetzt aber eigentlich keine Granaten aufheben und ich will auch... So. Ist egal. Ich will den da unten auch noch töten. Bekämpfen, besiegen, befrieden, nach Hause bringen, wie auch immer man den Spaß nennen will. Ich will nicht in diesen Laser reinlaufen. Ich mag Lasers nicht. So. Dann will ich natürlich da oben hoch. Gut. Ich hätte übrigens aus der letzten Karte Dynamit mitnehmen sollen, können, dürfen, müssen. Dann würden diverse Dinge einfacher sein. Jetzt hier, vor allem um den Ausgang zu finden. Aber den Ausgang muss ich ja momentan offensichtlich nicht finden. Das war jetzt auch suboptimal, weil eigentlich wollte ich die Kirschen haben. Und die Granaten möchte ich nicht haben. Und hier ist wieder eine prädestinierte Stelle für mich zum in die Lava hüpfen. Ah, mal schauen, ob ich das heute hinkriege. Offensichtlich war ich heute nicht befähigt, in die Lava zu springen. Oh, Pistol, das ist gut. Oh, ich müsste doch jetzt eigentlich schon 4 Mias haben, wenn ich das richtig sehe. Also 3 Mias. Diesen einen habe ich auch noch. Das würde ja bedeuten, ich habe heute alles richtig gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Ah, 2 Mias. Perfekt. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Ausgezeichnet. Dann holen wir den natürlich. Das hätte ich ihn für später aufgehoben, damit wir die Karte noch ein bisschen besser sehen. Auch wenn wir uns das nicht wirklich weiterbringt. So, wir haben die Maria gerettet. Da waren einfach nur Kirschen. Hier komme ich nicht rein, weil ich noch keinen Schlüssel habe. Dich hole ich vom Himmel. Dich auch. Dich auch. So, hier sind Kirschen. Ja, auf Easy ist es vielleicht doch ein bisschen langweilig, weil die Gegner relativ selten zurückschießen. Was ich bloß eben nicht wollte, war euch mit meinen Toten zu langweilen. Aber wie gesagt, manche finden das vielleicht lustig, wie häufiger ich sterbe. So, da oben komme ich auch nicht hin. Da gibt es eine grüne Karte. Oh. Dann sind wir mal hier. Laufen wir einfach mal weiter und gucken mal, wo uns der Weg hinbringt. Da oben ist wieder ein Mia. Zu dem anderen Mia da hinten sind wir leider nicht gekommen.
Oh, das sieht übel aus. Oh, das sieht so aus, als ob ich da für den Scuba Gear brauche. Yep. Und das war ein Game Over. Ihr habt hier gesehen, ich bin wirklich über die Gesundheit gestorben. Die Gesundheit war komplett weg. Das war ein Game Over. Wir gehen zum letzten Checkpoint. Der letzte Checkpoint war hier. Gegen später gibt es Scuba Gears, eben wie gesagt. Da hinten geht es zwar weiter, aber offensichtlich kann ich da hinten, wie gesagt, unten komme ich nicht rein, ich habe keinen silbernen Schlüssel. Schlüssel. Wo könnte der Schlüssel sein? Da unten ist ein Diamant, der verbunden ist mit einem ziemlich rapiden Tod. Das ist eben genau die Geschichte, die ich erzähle. Man wird respawned irgendwo. Und manchmal wird man auch in richtig blöden Positionen respawned. Komm bitte, hab die Cherries. So hast du sowieso keine Cherries. Ich könnte Cherries gebrauchen. Hui, das war ein Dusel. Wir gehen jetzt wieder zurück und versuchen da, wo ich gesagt habe, da biegen wir auf keinen Fall ab, abzubiegen. Ja. Jetzt werde ich respawned mit genau einer Gesundheit. Ich brauche ganz dringend Cherries. Ui. Gab's doch irgendwo ein Secret, oder? Naja gut, ich gehe mal Richtung Ausgang. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht ein paar Blobs finde, die mir Kirschen geben. Das ist natürlich suboptimal, weil das ist genau der Ausgang. Dann gehe ich jetzt hier runter. Stopp! Cherry! Eine Cherry, ausgezeichnet. Cherry, Cherry, Cherry. Das war die Geschichte. Offensichtlich. Darf ich jetzt alles nochmal machen? Dum, 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 dum. Wenigstens habe ich jetzt etwas mehr Gesundheit. Es ist natürlich doof, dass ich hier schon die Checkpoints für eigentlich so Trivialitäten so missbrauche. Pistol, Spreadgun. Das ist natürlich suboptimal. Das da unten ist auch suboptimal. Da hat wieder Kirschen. Dann hüpfe ich da doch wieder zurück. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ist. Ja, da ist Lava. Das wäre doof gewesen, da runter zu hüpfen. Bumm. Genau, ich will nicht die... So, da unten ist ein Beamer. Will ich den nehmen? So, wenn man das jetzt gemacht hat. So, den Diamanten ich. Den auch. So, und deswegen hüpfe ich jetzt erstmal einfach in diesen Beamer. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt für mich auf Deutsch, ich habe diese Karte jetzt geschafft, ich habe zwei Continues verbraten für diese Karte. Natürlich suboptimal.
Und ich sage auf Wiedersehen. So, das war die Karte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt natürlich katastrophal, dass ich dafür zwei Continues verbraten habe. Ist nun mal so, ich muss mich jetzt halt in Zukunft besser anstrengen. Ich bedanke mich jedenfalls wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.